Oh mein Gott! Ey, das ist mein Humor. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Ich sehe schon ein Muster bei den Mädels. Und es waren erst zwei. Was? Belle Delphine ist wieder back. Wer? Belle Delphine. Wer? Belle Delphine. Es ist einfach mal, und ihr werdet es nicht glauben, 6ix9ine aus Amerika. 6ix9ine, sag mal hello. Ich freue mich sehr, hallo. Hallo. Was geht ab? Was geht? Du lieber das Breite oder das Hohe? Ich hätte auch dick was und lang gesagt. Ja, warum? Aus. Komm noch mal rein. Okay, warte. Komm noch mal rein. Leute, vergesst, was ihr gesagt habt. Ey, aber dann muss ich mich ja entscheiden. Ey, nein. Leute. Hey, Julia. Möchtest du eigentlich das Dicke oder das Lange? Entscheide du. Hier. Aha. Ich krieg also das Lange. Das Lange. Oha. Mhm. Also, heute kommt ein Video mit meiner Mutter und ich bin mega gespannt. Ich liebe euch. Und folgt mit auf TikTok. Hä? Wo ist denn die Mutter jetzt? Jetzt, ich hab mich die ganze Zeit auf die Mutter gefreut. Wo ist die Mutter? Zeig Mutter. Aber der Akzent war echt süß. Der Akzent war süß, ja. Voll, ja. Voll der Liebe, ist voll der Sympathische. Voll. Ich hab schon Mutter gezeigt. Ja. Ich hab schon Mutter so gezeigt. Boah, das ist einfach genau das gleiche wie gerade nur ohne Ellbogen, oder? Ja, aber es ist. Wie geil ist das denn? Ey, das sind genauso meine TikToks. Oh Gott. Geil. Wir haben, das ist nie passiert, wir gucken weiter. Okay. Everybody knows that this whole stepping through your hands. Könnt ihr das? Safe kann ich das. Du kannst bestimmt. Ich kann das, ja. Your ass is stupid, because if you have your back normal like this, then everybody can do it. But if you flatten your back like this, then nobody can do it. So it's stupid. But can we please talk about the fact that you don't have to fucking step through your hands like this to see if you can do it. You can just put your hands behind your back like this. Das habe ich schon mal gesehen in einer anderen Form. Stepping through their fucking hands. Das habe ich noch nie bedacht. Und es stimmt. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich habe da noch nie. Hast du das gemacht schon mal? Nee. Sicher? Ich nee. Guck nach. Kannst ich verkaufe mich doch nicht so. Aber ich aber schon. Ja, nein, du musst es gerade machen, weil dann kann das jeder. Wie gerade? Genau, das hat er gerade gesagt. Er hat gesagt, den Rücken gerade. Das geht ja gar nicht. Aber selbst wenn du den Rücken nicht gerade hast. Oh! Du hast einen kleinen Booty. Ey, ich habe einfach nur enorm lange Unterarme. Das ist schon sehr kreativ. Aber irgendwie. Weil er muss ja genau diese Sache schaffen. Gar nicht. Ja, wieso? Er schneidet das doch. Ja, natürlich schneidet er das nachher, aber es wirkt halt so, als würde er so schnell da hingucken und diese Sachen machen. Ich bin, weiß nicht, ich lass mich abholen. Ich lass mich einfach mal in die Fantasie einfach drauf rein. Ich lass mich einfach mal auf eine Fantasie ein. Er das spielt dieses soll Ding. Soll das die Fantasie sein? Ja, das ist die Fantasie. Ist die Fantasie so dumm sein? Ich check das TikTok nicht. Nein, die Fantasie ist, er guckt da hin und denkt sich so, boah, ich muss das stressig, ich muss jetzt schnell genau so mich anziehen. Und dann macht er das schnell und dann hat er es geschafft sozusagen. Natürlich kann er es gar nicht schaffen. Ich weiß doch, wie es geht. Das hat einfach eine Million Likes. Ja, zu Recht. Es hat mich unterhalten. Mach doch mal Play. Er macht das nämlich, ich finde, er macht das unterhaltsamer als die meisten anderen. Ich mag diesen Arm hier nicht. Aber er hat noch gar nicht den einen Helm gemacht. Ah, ich glaube, weil wirklich einfach alle drauf reinfallen. Weil die denken, boah, er macht das ja richtig krass. Ja, krass. Er ist ja voll der Heftige. Er schafft das einfach. Ja. Was ist das? Was ist das? Ah ja, weil man halt, ja, okay. Aber er hat noch nicht das eine gemacht. Ja. Hä? Ja, jetzt kommt's. Okay, jetzt kommt's. Oh. Hey, komm. Oh, okay, komm, okay, mal, okay, okay. Ich finde, er hat das okay. ganz ordentlich. Oh. Das ist schon ganz gut, ja. Ey. Ey, ohne okay. Scheiß. Like das. Das ist gut gemacht. Like also das. Er hat das wirklich. Und ihr habt schlecht geredet. Ihr habt so gesagt, ja, das ist dumm, das ist dumm. Und ich habe direkt Nein. erkannt, da ist was hinter. Wir haben nur gesagt, du bist dumm. Ja, du sag da mal was zu. Erzähl mal. Sag, was empfindest du, wenn du das siehst? Habt ihr es gesehen? Ja. Dass ich ausgerutscht bin? Ups. Ups. Mega weird. Mega weird. Pass mal die Arme, lass ihr doch den Like. Hat sich so viel Mühe gegeben. Hey, warum ich hab's gar nicht gesehen. Ja, was? Missing Stage.
Ich find's halt schon lustig. Ich find's auch gut. Ich liebe diesen Humor. Trockener, dummer Humor. Einfach Humor, den du so aussprichst, und dann haut man dir auf die Fresse einfach so. New challenge. Grab a sweatshirt. Das funktioniert nicht. Jump. Was? And take it off. Die fallen alle. Oh, Alter. Oh, der Linke. Gebühren. Ich hab mich beleidigt. Ich hab's Stress willst? Ja, ich will. Bist du ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher. Michael? Was hast du gesagt, du arschischer Mutter? Alles gut, Mann. Alles gut, Mann. Hey, wer denkt sich sowas aus? Da kommt so ein Allmann aus dem Kofferraum. Nein, glaubt sich für den. Oh Gott. Ich kann den Text nicht. Aber du musst im Grunde genommen. Wir brauchen ja irgendwas, wo wir den Text kennen. Ja, das machen wir jetzt. Baby. Wie ist der Text? Baby, wir üben das jetzt. Nee, was? Baby, I can be your sugar. Baby, I got everything and so much more than she's got. 3 days later. Baby. I got everything that. And. So. Much more than you. She's. Gott. Ah. Eddie, bringst du bitte eben den Müll raus? Ja, gleich. Jetzt. Jungs, ich bin kurz am Rauchen, ja. Ich immer. Ja, gleich. Boah, krass. Boah. Das ist krass. Boah. Ja. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real ocean. Ey, ich hab mal das Gefühl, man hat so den Vorschiebegrund von, ja, ich zeig mich einmal kurz leicht wack, damit es ein Joke ist. Aber eigentlich will man nur zeigen, wie hot man ist. Ja, aber am Ende sah sie ja auch nicht wack aus, oder? Ja, es war nicht mal richtig durchgezogen. Ja. Ich geb dir 200 Euro, Holly. Wenn du hier, ich dreh das Rad, da sind verschiedene Schärfe gerade drin. Jalapeno und. Jalapeno. Ich dreh das und das, dann, die sind extrem scharf. Den grünen hast du gefressen, der ist schon hammerhart, ne? Der war heftig, ja. Ich dreh jetzt, okay? Hier bin ich dabei. Oh. Da war ist das der Schärfste? Also, beim Rad ist der Schärfste gekommen. Carolina Reaper. Auf dem Schärfegrad ist das Ding das Allerschärfste. Das Schärfste, was es gibt, ne? Gib mal Milch, David, auf den Kiefer. Nein, keine Milch, das war nicht im Deal. Dann, doch Milch, komm. Dann zieh ich den Honig wieder ab. Nein, okay, keine Milch. Ja. Gut. Ja. Für Unterhaltung, scharfe Sachen essen. Gut. Bin ich gut. Befürworte ich. Die sind immer gescriptet. Einfach so. Hauptsache, darunter steht, a girl with a good figure is very attractive. So oberflächiger geht's nicht. Aber das ist die Message. China hat uns eine neue Nachricht gesendet. A girl with a good figure is very attractive. Danke. I wanna end me. Ey, das ist mein Humor. Das ist nicht gut. So, this girl surprising their boyfriends naked? So nice. But what about surprising the bros, you know, like... Whoa, nice car. Yeah, bro, yeah. So, this girl surprising... Das war eine sympathische Reaktion. Das war sympathisch, ja. Nice, bro. Ding aufhören. Oh mein Gott, Jeremy Fragrance! Geil. Oh mein Gott. Geil. Wenn wir, also Leute, wenn ihr mich cringe genannt habt, ja, dann, das ist mein Fall. Was ich bei ihm halt krass finde, ist, du merkst halt, der fühlt es wirklich. Also der fühlt diesen Lifestyle, das ist sein Leben. Aber kennst du seine TikToks? Ja. Okay, aber du kennst seine Videos auch? Ja. Okay. Ah nee, seine Videos nicht, okay. Ich kenne nur auf TikTok.
Ich kannte ihn ja von YouTube halt. So. Ah. Der hat immer so mit ich kenne nur seine so. TikToks. Okay, krass. Und ich dachte am Anfang immer, er macht Witze. Ich dachte aber auch. Das ist halt ernst gemeint. Ich dachte auch, der spielt einfach nur. Krass. Aber der fühlt das. Mhm. Preise verdreifachen. Sie wollen die Preise verdreifachen. Was ist das? Das ist nicht mal so eine Sache, die so vorkommt, dass jemand dich anruft und sagt, ich möchte gern die Preise verdreifachen. Was zur Hölle, Digga? Mann, das macht mich so aggressiv. Das ist so heavy. Hä, aber was ist denn das auch für ein Dialog? Dieses TikTok ist so dreist einfach. Aber in welche Richtung meint er das? Also meint er, jemand kauft ihm was ab und derjenige ruft dich da, also für, weiß nicht, 1000 Euro, und derjenige ruft dann an und sagt, ey, ich geb dir auch 3000 nee, dafür. Nee, das andere. Andersrum. Er meint, es ist jetzt dreimal so teuer und er kommt nicht drauf klar und muss deshalb erstmal eine Line. Ich bin mir bei ihm nicht sicher. Ich könnte mir ernsthaft vorstellen, weil er sonst dass er nicht klarkommt. Ja, ja, stimmt. Das würde mehr Sinn ergeben, aber ich weiß bei ja, ihm nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, okay, der hat schon. Ja. Wie ernst der Kunde? Der Typ ist einfach ein Genie. Du hast es geliked. Ey, ich hab's geliked. Zu Recht, zu Recht. Ich find's recht. Achso, ich dachte, das war vorher schon geliked. Nee, das war vorher schon geliked. Achso, okay. Ich feier den Typ. Danke, dass ihr am Start wart. War ein phänomenaler Stream. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, voll. Auch ganz liebe Grüße nochmal an den Stream. Zieh weiter durch. Zieh echt. Jeremy. Wir glauben an dich. Du bist der Man einfach. Hm.